Und da sind wir wieder frisch bei Stray. Leute, heute gehen wir hier in die Slums weiter unterwegs und müssen irgendwie auf das höchste Gebäude irgendwo da ganz weit oben kommen, um einen Sendeempfänger anzubringen, damit der Kollege Momo mit seinen Freunden kommunizieren kann. So rum. Problem ist dabei, ich muss wieder bei diesen kackkleinen Zugs vorbei. Die Dächer, ja. Bei den Zugs vorbei wohl angeblich. Und das ist nicht gerade mein Favoritenspiel mit den Zugs. Da die ziemlich. Ja. Kacke sind. So. Diese Kackvieh hätten doch einfach da runterspringen können, oder? Meine Fresse, ey. Ich die hasse, ey. Und guck gleich mal das an. Das ganze Gepöpsel, was die da haben. Wem wird mir erklärt, was ich machen muss, ey? Gucken, aber nö. Er machen. Boah, Kackviecher, echt. Ja, da ist nur noch rot. Ist klar. Wie weit hoch muss ich eigentlich? Bis zum geht nicht mehr, oder? Okay. Wie weiter? Hier weiter. Klein und schnell genug, von den Zugs abzuhauen. Das ist schon wieder so eine Aussage. Oh, muss ich da überhaupt lang? Halt, zurück. Da hinten leuchtet doch was. Zurück! Mist. Hier zurück. Gut, ich will nämlich mal kurz gucken, ob es hier was gibt. Ah, siehst du, da ist nämlich ein Schild. Sonst leuchtet der Affe nicht hier rum. Die Stadt ist voller Neon, das war nicht immer so. Okay, früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit den ständigen Dunkelheiten nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein, Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf an, alle an. In ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen, die unterdrücken konnten, nichts dagegen tun, die Unterdrücker. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Aha, jetzt habe ich wieder was gefunden. Okay, und jetzt können wir... Wieder so ein Ding. Wo muss ich denn da hin? Da oder da? Da. Was ist da? Komme ich da auch hoch? Die Katze, ey, wie die mutig. Die sind aber auch im echten Leben so mutig, die Katzen. Das ist ja das Geile. Also nicht so, dass man denkt, jetzt, oh, was sind Spiele so? Also mein Kader oder meine sowas, der geht auch immer wieder so Dach und macht ja einen Partymaker. So, hier geht's weiter.
kommen doch bestimmt diese Kackviecher wieder, oder? Aber zum Glück rausgefunden, wie es geht. Hey. Das ist schon cool gemacht, ne? Mit so kleinen Gimmicks und so. Die haben was von den Aliens da. Die haben Schweine mit Aliens gepaart. Oh, was ist denn direkt? Meine Aliens. Oh ja. Immer höher und höher und höher. Oh, da hoch muss ich wahrscheinlich sogar. Wo ist denn das? Ach so. Burks, mal ehrlich, hättet ihr Schweine-Aliens genennen können. Wie cooler. Habe ich das Gefühl, wenn ich da runterspringe, kommen die. Okay. Das ist schon ganz schön krank hier, Leute. Richtig krank. Dass die mir hinterherkommen, hat keiner gesagt. Oder da hochkommen. Verdammt. Ja, die kommen wir nicht da hinterher. Wie es aussieht, muss ich die wieder einsperren hier dann, nehmen wir die Fliegen hier rüber, dann kommt vielleicht nicht mehr drüber. Ja, da springe ich wieder runter. Na super. Okay, um die kümmere ich mich gleich. Er ist schon ein bisschen mürrisch, wenn er so eigenen Dinger findet. Neckokorb. Die waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Als der Müll aus der oberen Ebene die Slums überflutete, versuchen sie ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium, sie wuchs und fraßen weit mehr als nur Müll. Und jetzt haben wir Zirks.
Also Neko ist dran schuld, dass es jetzt... Los geht's. Dass es jetzt diese Dinger gibt. Diese Zergs. Das ist immer so, wenn irgendjemand mit irgendwas genmanipuliertem rumfuscht. Was haben wir daraus gelernt? Menschen, lass den Scheiß. Ja. Muss ich jetzt da hoch oder muss ich jetzt hier raus mit? Ich muss da raus mit, okay. Diese Viecher in meine Nerven. Das ist ja fast wie im Horrorspiel hier. So. Kommen da auch gleich welche? Mann. Nur jetzt auch welche, oder? Irgendwas passiert doch hier, wenn ich jetzt hier irgendwas mache. Ja, nee, ist klar. Ich habe mein Ding hier dran. Nein! Spring doch in das Lobby-Anusse. Meine Fresse. Oh. Das hat so ein bisschen was von diesem Medium in dem Spiel. Das auch so ein bisschen. Komm ich da hoch noch oder was? Oh. Oben ist eine andere Stadt. Seht ihr das? Da ist auf der Mauer eine Stadt. Da ist nochmal eine Mauer dahinter. Wie viele Mauern hat denn das Ding? Schau die Aussicht. Von hier aus ist es wunderschön, man es nimmt. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Okay, die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen, aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar, ungefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur, in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen.
Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Nutzfetz! Das kann doch nicht schön sein, jetzt mal ehrlich. Katastrophe hier. So, die Slums Teil 2. Beim nächsten Mal sind wir wieder dabei. So, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Ende Gelände und beim nächsten Mal schauen wir weiter, wie es wird. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und bis bald.